Hallo, hier ist FeelFineFeelAir, wieder mal da mit einem neuen Video. Also wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, es hat einen neuen Patch gegeben. Was ich jetzt gerade bemerke, es gibt ein neues Hintergrundbild, das ist irgendwie dieses Holzschloss. Komisch. Dann gibt es hier diese neue Kampagne, Rise of the Samurai. Die habe ich bisher noch nicht gespielt, also das ist jetzt das allererste Mal, wo ich mir das angucke, um ehrlich zu sein. Und dann gucke ich mir das hier an. Also mein General ist immer noch derselbe. Ah, hier kann ich ihn aufsteigen lassen. Das ist dann wohl der Prestige-Knopf. Es gibt... es gibt neue... wie heißen sie wieder? Gefolge. Den hier. Den da, der ist auch neu. Den kenne ich noch nicht. Der ist auch noch neu. Der da. Wen gibt es denn auch noch Neues? Sonst sehe ich nichts Neues. Also die beiden. Vielleicht hab... Ah, hier ist ein neuer. Okay. Sonst... Ah, hier ist auch noch ein neuer. Und der ist auch noch neu. Aber sonst... Ah, der hier ist auch neu. Und der auch. Und der auch. Okay, das waren jetzt vielleicht ein bisschen viele, aber... Na gut. Jetzt für euch. Ich werde jetzt gleich meinen Avatar auf Level 1 wieder tun. Warte. Promotion will raise your Avatar's Prestige, refreshing the Avatar Conquest Map and resetting all features except Clan Tokens, Patron Units. Ah, okay. Also ist the color of your avatar's ranking stars depends on their current prestige level. Ach so, verstehe. Also die Sterne, die angezeigt werden, kommen, die ändern die Farbe, je nachdem welches Prestige Level man hat. Und alles wird neu gemacht, außer Clan Token, Veteraneinheiten. Ah gut, die Veteraneinheiten darf ich behalten, dann ist ja gut. Dann mache ich das mal. Also Advances. Okay. 10 weitere Veteraneinheiten. Der wird noch teurer. Na, das ist komisch. Okay, ich mach's einfach. Was soll's. Ah, jetzt muss ich wieder eine Anfangsprovinz machen. Das Mon bleibt dasselbe. Ist doch klar. Das ist nämlich an das moderne Japan angelehnt. Das mag ich. Aber ich will eigentlich hier in Kai. Weil ich mag Yari-Kavallerie. Aber ich habe gehört, zurzeit sollen ja diese Speereinheiten ganz stark sein. Ist schwierig, schwierig, schwierig. Ich starte einfach einmal wieder mit Kavallerie. So, jetzt habe ich einen ganz neuen General. Ist ja wunderbar. Wunderbar. 100! Was? 105 Veteranen. Platz, also 105 Plätze für Veteraneneinheiten. Ist ja unglaublich. Wow. Boah. Nicht schlecht. 105. Ah, was ist das? Dort ist jetzt immer so ein Kreuz über den Einheiten, wenn man sie nicht auswählen darf, wie es scheint. Okay. Lass uns jetzt mal ein paar Stats an. Ah, hier, jetzt ist ja natürlich alles gesperrt. Alles ist gesperrt. Oh, die sind ein bisschen besser geworden, kann das sein? Nee. Weiß ich nicht. Die kosten ja kaum irgendetwas. Mounted Naginata. Aha, interessant. Naginata Tendons. Okay. Sword Attendance scheint auch neu zu sein. Und was ist noch neu? Foot Samurai. Die sind neu. Aha, verstehe. Okay, das scheint hier alles ziemlich neu zu sein. Dann gucke ich mal ganz kurz wieder beim Clan rein, was geht ab. Also, ich war jetzt etwa einen Monat lang nicht mehr da, aber mein Clan war natürlich immer noch aktiv. Dafür bedanke ich mich natürlich auch. Ich meine, es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass sie noch weitermachen, obwohl ich gar nicht da bin. Deswegen, ja, bedanke ich mich. Und ich hoffe, ich habe auch klar gemacht, wieso ich keine Videos veröffentlichen kann. Lag auch dran, dass mein... Also, dass der Computer nicht funktioniert hat. Aber jetzt funktioniert er wieder und ich habe mir gedacht, da stelle ich gleich ein neues Video rein. Aber jetzt sollte das hier mal ein bisschen schneller funktionieren. So, also das ist jetzt eine Stunde später. Der Computer ist irgendwie ziemlich hart abgestürzt und wir sehen, ich habe eine neue Rüstung. Aber die gefällt mir nicht, also werde ich sie jetzt wohl ändern müssen. Moment. Ich mochte den alten Kerl. Dann mochte ich... Gib mir den und dann... Ja, genau, der Oda Nobunaga Helm, der ist genial. Nee, keine Gesichtsmaske. Aha. Scharf, scharf. Nee, das gefällt mir mehr.
Mal gucken, was es so für neue Rüstungen gibt. Das gefällt mir, das gefällt mir. Das sieht scharf aus. Vor allem passt es ja gut mit meinem Mond zusammen. Ich bin ja so ein Fan von Japan. So, also ich meine von der jetzigen japanischen Flagge. Ja, lass mal, ich mach mal meinen General ganz neu. Genauso wie so ein Genpei-Krieger. So wollen wir es machen. Genpei. Oh, der hier sieht böse aus. Okay, den nehme ich. Samurai-Pferd bleibt das gleiche. Mal gucken, welches soll ich hier nehmen. Die sehen irgendwie alle richtig komisch aus. Ich nehme einfach das hier. Ach so, warte, was ist das? Aha. Ganz ehrlich, die Genpei-Dinger sehen irgendwie ziemlich komisch aus. Nee. Komm, dann nehme ich die von Oda Nobunaga. Die passen wenigstens besser. Gut, aber auch irgendwie mein Farbschema hat sich total verändert. Mein Mon ist immer noch das gleiche. Dann ist ja gut. Ich habe jetzt auch keine... Okay. Verstehe. Nicht. Okay, ich habe aber immer noch 105 Veteraneneinheiten. Dann ist ja gut. Und ich werde jetzt einfach mal so spontan eine Schlacht machen. Weil ich Lust habe. Ja, weil ich Lust habe. Ich mache es jetzt einfach. So. Ich werde richtig hart verlieren, weil ich habe keine Ahnung, was der Patch so mit sich gebracht hat, außer dass die Speereinheiten verbessert worden sind. Und deswegen bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was passiert. Und ihr werdet auch natürlich mitkriegen, wenn ich jetzt verliere. Ich meine, ihr guckt euch ja nicht so ein langes Video an und dann nehme ich euch das Ende vorweg. Nein, nein. Das ist jetzt was ganz Neues. Ah, hier mein Gegner, der ist wohl auch... Ah, nee, der ist Bronze Level 1. Verstehe, okay. Okay, ich habe aber auch Veteranen. Das bedeutet, ich kann ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ich meine, ich habe ein bisschen bessere Einheiten als er. Ich habe gehört, Naginata Kriegermönche sollen ganz gut sein. Deswegen... Na, ich nehme erstmal ein paar Einheiten. Den hier nehme ich. Ja, der sollte reichen, was Bogenschützen angeht. Der kann alles kaputt machen. Dann nehme ich mal... Ja, die sind ganz gut. Die nehme ich auch. Und dazu dann noch... Die sind ja auch neu. Die sind ziemlich gut eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Die haben Moral 6. Kann man sich nicht beschweren. Ich glaube, ich müsste noch einige Lehnschwerter Shigaru-Veteranen haben. Ja, dann nehme ich die beiden. Oh Gott, das ist eine richtig komische Armee hier. Nee, da mach ich das mal anders. Vielleicht kann ich dann zwei Einheiten Yari-Kavallerie nehmen. Oh Gott, ich habe ja noch gar kein... Habe ich schon Yari? Doch. Nee, kann ich auch nicht machen. Naja gut, dann glaube ich, lohnt es sich mehr, eine richtig gute Einheit zu nehmen. Irgendwie alles so komisch. Ah nee, dann könnte ich ja große Garde... Nee, darf ich auch nicht. Na, dann nehme ich halt ganz viele Yari-Shigaru. Was soll's eigentlich? Ja, was soll's. Oder von diesen Naginata. Genau. Probiere ich mal. Okay, wunderbar. Oh, ich darf noch einen mitnehmen. Dann mache ich mal schlechtes Omen. Falls er... Ja, ich denke mal, das sollte so gut sein. Ja, da bin ich zufrieden. Okay, ich werde richtig hart ablosen, aber ihr könnt mir trotzdem Glück wünschen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie es jetzt funktioniert. Das Spiel hat sich wohl total verändert und ich habe jetzt nicht so viel davon mitbekommen. Aber auf jeden Fall, die neuen Einheiten, die sehen ganz lustig aus. Es gibt richtig, richtig günstige Kavallerieeinheiten. Also das sind diese berittenen Samurai oder so. Und da gibt es auch berittene Naginata. Und da gibt es noch Zetubo-Mönche, die sind richtig gut, 30 Nahkampfangriff. Und überhaupt, es gibt viel mehr jetzt Heldeneinheiten zu geben. Also, ich glaube, ich werde noch ein Video machen, wo ich alle neuen Einheiten erkläre, aber
ich muss mich erstmal selber dran gewöhnen. Und ja, ich finde es auch komisch, dass es jetzt Einheiten gibt, die so billig sind. Ich meine, 150, das ist doch nichts. Das verwirrt mich schon. Also mein Problem ist jetzt, ich habe gar keine Kavallerie, außer meinem General natürlich. Oh, die sehen geil aus. Schaut euch diese Schwerter an. Aber dafür haben sie ziemlich schlecht... Ah, das sind praktisch schlechte Nodachi. Also so eine billige Art von Nodachi. Finde ich gut. Und die hier? Wie sehen die aus? Ja, einfach normale Naginata. Aber die sind von den Statistiken her immer ganz gut. Kann man sich nicht beschweren. Geht doch. Aber die scheinen richtig schlecht zu sein. Also so richtig wie die Bauern bei Rome Total War oder sowas. Die können ja nicht mal auf enge Formationen gehen. Die sind ja richtig beschissen. Entschuldigung, aber für diesen Sprachgebrauch. Aber ich habe gerade bemerkt, dass sie nicht so toll sind, wie ich gedacht habe. Na egal, ich habe ja meinen Kern hier von zwei Lehnschwerter Shigaru. Diese beiden Lehnschwerter Shigaru, beide Level 9, die sollten ziemlich lange durchhalten. Ah, und hier, das Logo für das Generale hat sich auch geändert. Aber ich denke mal, diese neuen Einheiten, die könnten ganz interessant sein, weil sie sind immer auf loser Formation. Das bedeutet, ich weiß jetzt nicht, wie anfällig sie gegen Bogenschützenfeuer sind. Also jetzt noch meinem Gegner viel Glück wünschen, so wie es sich gehört. Dann fangen wir mal an. Also, oh je, ich weiß nicht, was ich erwarten soll. Das kommt mir irgendwie komisch vor. Hier ist jetzt mein Avatar. Ja, der sieht irgendwie komisch aus. Mir gefällt das Farbschema noch nicht, aber das Farbschema, daran werde ich noch arbeiten. Dann wird es auch... So, dann... Scheiße. Entschuldigung. Ich darf nicht so oft diese Sprache verwenden. So, dann... Irgendwas hat da nicht funktioniert. Die beiden nach vorne. Ah, ich verstehe, wieso die so billig sind. Die haben schlechte Statistiken und sie sind auch noch richtig billig. Okay. Dann hier noch die beiden Lehnschwerter Shigaru. Die beiden, habe ich gesagt. So. Dann noch den General dahinter. Und das Ganze wird dann neu gruppiert. Okay, mein Gegner hier, gucken wir uns mal seine Armee an. Er scheint irgendwie nichts machen zu wollen. Ah, ich verstehe, jetzt wird sogar die Spezialität des Generals angegeben. Verstehe, schlau, schlau. Lehnschwert Ashigaru, Yari Samurai, Lehnschwert Ashigaru, Bogen Ashigaru. Ich werde das Gefühl nicht los, er hat ein oder zwei Einheiten da drin versteckt. Also dort im Wald. Naja, wir werden ja sehen. Ach du Schande, ich bemerke gerade, meine Einheiten haben ja keinen Ausdauerbonus. Deswegen, ich sollte die lieber nicht rennen lassen. Überhaupt, ich sollte mich ein bisschen weiter nach links orientieren. Da ich weiß ja nicht, was mein Gegner vielleicht für Einheiten versteckt hat. Dann mache ich mal so. Aber langsam. Mein Avatar hat ja jetzt nicht mehr die Fähigkeit, seine Truppen irgendwie gegen Ausdauerschwächen zu... ich meine, er hat jetzt nicht mehr die Fähigkeit, die Ausdauer der umliegenden Einheiten zu verstärken, deswegen muss ich aufpassen. Naja. Dann mache ich mal eine... kleinen Zeitsprung, bis die Action richtig anfängt. Also hier steige ich jetzt wieder ein. Ich habe meinen General ein bisschen rumlaufen lassen. Hatte ein bisschen Spaß mit ihm. So. Meine Bogentruppen sind jetzt gleich in Reichweite von ein paar gegnerischen Einheiten. Und ja, schieße ich mal lieber zuerst auf die teuren Einheiten. Na, ist mir egal, auf was ich schieße. Hauptsache, die fangen jetzt gleich an zu schießen. So, dann stelle ich jetzt meinen General wieder dahinter. So, jetzt macht sie bitte fertig, und zwar ganz schnell. Haha. So mag ich Burgkriegermönche. Gleich 9 Mann durch die erste Salve verloren. Dann geht's gleich weiter. Was?
Oh, jetzt greift mein Gegner an. Oh je. Jetzt muss ich gleich nachrücken. Okay, das nehme ich gleich wieder zurück natürlich. Sieht toll aus. Scheiße, defensiv. Also irgendwie die Moral scheint mir ganz gut ausgeglichen zu sein. Aber so ganz verstehe ich nicht, wie das hier jetzt abläuft. Die Einheiten scheinen viel schneller zu flüchten. Und auch meine Bogenkriegermönche, die werden ziemlich schnell geschwächt von den anderen Bogeneinheiten. Das ist auch ziemlich neu. Die werden sehr schnell fertig gemacht. Das wundert mich jetzt aber. Greift aber auch mal an hier. So. So, jetzt werde ich aber gleich mal mit meinem General hier irgendwie eingreifen, ne? Also mir gefällt es nicht so ganz, was hier abläuft. Our men are running from the battlefield! Shame for this play! Okay, also gegen die hohe Qualität meiner Lehnschwerter Shigaru haben die gegnerischen Einheiten keine Chance, natürlich. Und deswegen metzel ich sie hier auch nieder. Irgendwie scheint mir das Moralsystem ein bisschen verändert zu sein. Also manche feindlichen Einheiten, die scheinen viel, viel schneller zu fliehen. Oh, schöner Ansturm von unserem Gegner hier. Auf jeden Fall meine Lehnschwerter Shigaru, die waren hier ziemlich wertvoll, weil sie bessere Moral haben und weil sie einfach richtig gut im Nahkampf sind. Jetzt... Bomben. Sehr schön. Mal gucken jetzt, wie deren Ansturm aussieht. Interessant. Sehr interessant. Was machen die beiden hier? Zurück. Dann wollen wir mal. Also mir scheint, als ob Veteraneinheiten immer noch ziemlich stark sind. Ja, das sind sie immer noch. Man hat sich nichts verändert. Okay. Ja, ich meine, das Spiel sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Das spielt sich auf jeden Fall ein bisschen anders. Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann das jetzt nicht so ganz beschreiben. Naja. Also ich werde euch dann noch sagen, was ich genau davon halte, aber mir scheint es ganz... Es scheint sich nicht groß was zu verändert zu haben. Also jetzt auf jeden Fall... Mein General darf jetzt hinter diesen Bogenschützen hinterherlaufen. Jetzt wird's spannend. Bomben. Da sind sie schon durchgebrochen. Also hier jetzt den Infanteriekampf, den habe ich gewonnen.
My lord! A glorious victory will soon be yours! Und meine beiden Lehnschwerter Shigaru-Einheiten, die scheinen noch bei voller Stärke zu sein. Also gut. Das war's dann auch mit der Schlacht. Ich habe sie gewonnen und naja, gutes Spiel meinem Gegner. Und dann beenden wir mal die Sache. Und wir gucken uns dann gleich die Ergebnisse an. Also hier bin ich wieder. Oh nee, Yari Samurai, die kenne ich doch schon längst. Ja, einen Punkt zu verdienen, okay. Ein Sword Attendant. Ja, die will ich. So, dann nenne ich sie jetzt mal. Also die Scherzkekse sind ja schon vergeben, deswegen werden es jetzt die Pappkameraden. Ja, Pappkameraden, genau. So, Nord-Shinano erobert, Yari Samurai freigeschaltet, sehr schön. Wer hatte die meisten Kills? Die Lehnschwerter Shigaru, hier 1 und 2 und danach gleich der Body... Und hier dann die Bogenkriegermönche. Die Bogenkriegermönche, die scheinen wirklich geschwächt worden zu sein, also die hauen viel weniger rein als vorher und... Na, ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt, aber... Naja. Hier steht jetzt auch ganz neu, Winner und Loser. Obwohl, naja. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich glaube, es hat überhaupt nichts erklärt, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich endlich mal ein neues Video reingestellt habe. Naja, wenn es euch gefallen hat, einfach Daumen hoch, Kommentar abgeben, was ihr wollt. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bitte nicht vergessen zu kommentieren und abonnieren.